Ja, herzlich willkommen. Du kriegst Beifall. Herzlich willkommen. Und wir legen gleich los mit der Mentalreise. Und macht es euch, wo auch immer ihr seid, im Flugzeug, im Sofa oder so bequem. Und wenn ihr wollt, könnt ihr eure Augen schließen. Und ich mache die Bildschirmpräsentation an. Ja, du schließt deine Augen und nimmst einen tiefen Atemzug und heute Nachmittag gehen wir, oder fast schon Abend, gehen wir nach Slowenien. Und zwar bist du am Landeplatz in Tolmin und gebe es dann gleich auf den Startplatz Kubala fahren. Es ist schon Nachmittag und du schaust zum Himmel. Die Wolken sehen schön sanft aus. Keine starke dunkle Unterseite und auch nicht zu hoch, sondern gerade richtig. Und du freust dich auf deinen Flug. Du nimmst einen tiefen Atemzug und lässt dich nach oben fahren. Im Bus ist vielleicht Geplapper oder vielleicht sprichst du mit den anderen oder du bist einfach bei dir und freust dich über den grünen Laubwald, über die Wiesen, vorbei an den Schafen. Ganz gemütlich geht's nach oben. Du steigst aus dem Bus aus, nimmst deinen Packsack und es geht noch ein kurzes Stück zu Fuß zum Startplatz. Gerade richtig, um die Knochen ein bisschen auszuschütteln, die Luft tief einzuatmen, gehst du nach oben. Dein Blick geht zur Windfahne. Jawohl, sie kommt, wunderschöner Wind von West. Gerade richtig. Dennoch lässt du dir noch etwas Zeit. Schaust in aller Ruhe, ob der Wind gleichbleibend ist. Mal stärker, mal schwächer, die Ablösungen. Du siehst auch anderen Piloten, die schon in der Luft sind, zu, um selber ein Gefühl dafür zu bekommen, was dich dort erwarten wird. Du lässt dir Zeit. Vielleicht setzt du dich auch an den Rand und machst nochmal ganz in Ruhe tiefen Atemzug bis in den Bauch hinein, atmest lange aus und spürst in dich hinein. Vielleicht spürst du Vorfreude oder richtige Lust auf diesen Flug, deine Erregung und auch die Neugier, wie es wohl sein wird. Vielleicht stellst du dir auch nochmal die drei Fragen. Wie sind die Bedingungen, die du schon eine Weile in Ruhe beobachtet hast? Oder wie fit bin ich und was will ich in diesem Flug? Dann beginnst du auszupacken und während du auspackst, schaust du auch immer wieder zur Windfahne, ob sich etwas verändert. Dann machst du dich startbereit. Du ziehst dein Gurtzeug an und vielleicht hörst du das Klicken der Karabiner, der Schnallen. Du legst deinen Schirm aus. Spürst deinen Schirm, wie er sich anfühlt. Vielleicht hörst du ihn knistern. Und dann hängst du dich ein. Du schaust nochmal in die Luft hinaus und überlegst dir, in welche Richtung du dann fliegen wirst. Und dann machst du deinen Startcheck. Danach ziehst du ganz leicht an den Tragegurten, führen, spüren, auf die Bremse, miteinander
geht's in die Luft. Mit deinem Gleitschirm fliegst du. Den Boden loslassen und einfach in der Luft sein. So wunderschön. Du machst es dir in deinem Gurtzeug bequem und fliegst erst nochmal ein Stück geradeaus. Und dann entscheidest du dich, weiter vorne zu den kreisenden Piloten zu fliegen. Lieber etwas weiter weg vom Hang. Dort scheint es auch ganz gemütlich in Kreisen nach oben zu gehen. Und du beginnst dort einzudrehen, nachdem du gespürt hast, wie es dich leicht im Gurtzeug hebt und du einen Moment gewartet hast. Du machst einen Kreis, spürst wieder etwas hin und zentrierst nach, gehst vielleicht außen etwas drauf und dann wieder mehr nach innen. Immer eine Kombination aus Körper und Bremse. Ganz sanfte Korrekturen. Du fühlst deinen Schirm. Du fühlst auch die Luft. Und irgendwie kannst du dir sogar innerlich vorstellen, wo jetzt hier die Thermik sein könnte. Oder vielleicht auch manchmal nicht. Dann kannst du es einfach wieder probieren. Und du drehst immer weiter nach oben. Du bist schon gut über dem Startplatz. Ja, auf jeden Fall. Einen Moment. Und du drehst dort oben weiter. Du drehst weiter und fühlst dich sehr sicher. Und sehr aufgehoben. Dein Blick weitet sich und du schaust auch zum Startplatz, der weit unter dir ist. Während du auch immer wieder die anderen Piloten siehst. Du kannst vielleicht die unten fließende Soccer beobachten, wie sie um eine Ecke fließt und weiter Richtung Süden. Und als du wirklich hoch bist und fast schon an der Basis, entscheidest du dich ganz ruhig, weiter zu fliegen, weiter Richtung Westen, zu dir rechts vorne unter dir liegenden Kante. Die Richtung, in die auch die anderen Piloten dann schon geflogen sind. Und du gleitest dorthin und spürst den Fahrtwind im Gesicht. Und atmest tief ein und wieder langsam aus. Es ist fast, wie wenn du diese wunderschöne Landschaft einsaugst. Und auch dieses Gefühl zu fliegen. Du kommst recht hoch über der bewaldeten Rippe an und findest auch gleich wieder Anschluss und kannst wieder weiter drehen und wieder ganz ruhig etwas höher und noch ein Stück höher. Und du triffst die nächste Entscheidung. Vielleicht hast du vorher noch einmal einen tiefen Atemzug genommen und dir Zeit gelassen und dich in dich hineingespürt und machst dann einen kleinen Talsprung wieder in Richtung Westen. Dabei fliegst du einen weiten Bogen um den Taleinschnitt, den du queren musst und fliegst an die vor dir liegende Hangkante. Zuerst achtest du ein wenig hin und her, bis du den Bereich findest, an dem du das bessere Steigen hast. Und du merkst gleich,
dass du ruhig wieder etwas über die Talmitte fliegen kannst. Und da bist du auch weit genug weg, um wirklich schön den Bart wieder zu zentrieren. Und du drehst wieder in ruhigen Kreisen. Dabei achtest du darauf, ob andere Piloten in der Nähe sind. Und du schaust auch, wo die anderen, die in Richtung Westen fliegen, hinfliegen. Und überlegst, ob du auch dahin fliegen willst. Als du recht hoch bist, triffst du wieder eine Entscheidung, ob du weiter Richtung Westen fliegen willst oder zurück zum Landeplatz, den du jetzt noch gut im Gleitwinkel erreichen könntest. Ganz ruhig nimmst du dir Zeit. Nimmst vielleicht auch einen Atemzug. Und als du siehst, dass unten der Talwind anscheinend nicht stark ist, während du andere beobachtest beim Landen und auch viele Möglichkeiten sind, um in der Richtung, in die du weiterfliegen willst, zu landen, entscheidest du dich, noch ein Stück weiter in Richtung Westen zu gleiten. Hier findest du dann doch keinen Anschluss mehr. Und irgendwie fühlt es sich auch gut an. Du bist noch hoch genug und hast genug Zeit, um dir eine Wiese auszusuchen, wo du landen möchtest. Du siehst dort auch schon einen anderen landen. Du siehst, wie der Schirm runterfällt und hast genug Zeit, dass du auch selbst in die gleiche Richtung einlanden wirst. Und auch die Brücke über die Sotja ist in der Nähe, sodass du dann wieder gut zur Hauptstraße zurückkommen kannst. Du machst deine Landeeinteilung, achtest dabei immer zu deinem Peilpunkt und landest ganz sanft ein. Und der Schirm legt sich hinter dir ab. Was für ein Gefühl, was für ein magischer Flug. So vieles auf einmal ist da in diesem Moment der Landung zu spüren. Und du nimmst dir den Moment, um es auch zu spüren. Vielleicht ist da Freude oder auch Stolz, Glück und Dankbarkeit. Und das alles darf da sein, wenn du deinen Schirm wieder zusammenpackst und zur Straße gehst, um dann wieder zurück zum Landeplatz Tolmin zu kommen. Immer wieder dahin spürend, was für ein wunderbares Erlebnis du heute gehabt hast. Und auch, wie selber du immer deine Entscheidungen ganz bewusst getroffen hast. Dir selber gegenüber dankbar, dir diesen Flug ermöglicht zu haben. Und jetzt könnt ihr noch, solange ihr wollt, eure Augen zulassen. Und wenn ihr dann wollt, öffnet ihr sie wieder mit einem tiefen Atemzug. Und in ein paar Minuten geht es dann weiter mit Achim, Simon, Stefan und Ecki. Vielen Dank.